Zombie Apocalypse. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grow Song of the Evertree. In der letzten Folge waren wir ja oben wieder ein bisschen gärtnern. Und jetzt wollen wir eine Runde... Machen wir Essenzen. Machen wir nochmal kurz Essenzen. Üppig, eisig, friedlich. Aha. Das ist noch trocken, genau. Und stinkend. Niedlich. Na, ich bin mal gespannt. Na, da kommt noch eins. Ah. Samen. Bitter, cool. Mach ich mal da auf. Fünf runter. Falls wir die nochmal irgendwo brauchen, die Sachen. Dann haben wir ein bisschen was da. Trocken haben wir noch was dazu gekriegt. Ich freue mich drauf, wenn wir die neuen Welten machen. Da haben wir gleich ordentlich ein bisschen was an Essenzen, um nochmal was Schönes zu machen. Da müssen wir nochmal gucken, was unsere Welt oben denn genau hat, damit wir nicht nochmal eine gleiche machen. So, dann gehen wir nochmal schlafen. Glaubst du, dass all das Miora, das hier herumfliegt, den Immerbaum hilft? Das müsste es ganz sicher. Nun, unsere Samenwelt gedeiht prächtig und wir haben ein lebhaftes kleines Dorf errichtet. Eins, das die Leute tatsächlich besuchen wollen. Vergiss nicht, dass die Dürre auch zurückgedrängt wird. Oh, stimmt, das auch. Es wäre wundervoll, wenn die Leute sich dadurch wieder mit dem Lied verbinden könnten. Ich bin sicher, das wird geschehen. Vielleicht nicht morgen, aber zu gegebener Zeit. Aber vielleicht doch morgen, ja? Gut. Wir haben einen Blumenladen. Oh, wir haben 224 Miora dazu gekriegt. Das ist schön. Alambric, hast du dieses seltsame Laut mit dem Zelt da... Leute, mit dem Zelt da draußen gesehen? Laut. Du meinst das Zelt, das voller Weltraum ist? Der echte Weltraum in einem Zelt? Ja, die habe ich gesehen. Ich hatte Sorge, dass sie uns etwas verkaufen wollen, doch es stellt sich heraus, dass sie so etwas wie kosmische Festtage veranstalten möchten. Kultureller Austausch, wie nett. Über welche Art von Festtag... Tagen sprechen wir denn? Nicht einmal, wenn ich einmal wie ein Piraten sprechen darf, dann hol mich der Klabautermann. Bis jetzt hat sich nichts in diese Richtung ergeben, aber ich schätze, das Jahr ist noch jung. Bella, sei ein Schatz und forsch mal nach. Das Festtagszelt befindet sich auf dem Stadtplatz. Schauen wir uns das an. Oh, warum hat sich das Buch jetzt geöffnet? Bereit zum Einfordern. Hier zu den Wiesenquartieren. Wir haben ja so eine Zaubertür. Oh, was hältst du davon, hier oben ein wenig zu dekorieren? Hä? Wo dekorieren? Triff dich mit Arilyn. Nein, wir wollen erst da das Dingselbumsel aktivieren. Jetzt haben wir schon fertig. Wir müssen noch ein paar Dekorationen anbringen und wir müssen noch Leute in unsere Stadt einladen. Wer bist du denn? Achso, das ist Oleander. Ja, ja. Warte, ich will dich zuweisen. Der Blumenladen ist fertig. Die Bäcker. Da habe ich ja, kann ich noch was hinzu? Ah ne, wir haben ja erst. Oh, da ist ja noch ein Besucher. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ach, Sada. Ach so, ja, die war. Ne, die wollte ich ja nicht haben, weil die ja nicht so prickelnd ist von ihren Fähigkeiten her.
Carolyn. Das ist perfekt. Danke, Bella, dass du diese Bäckerei für mich gebaut hast. Jetzt brauche ich nur noch Zutaten zum Backen. Bella, kannst du sie mir beschaffen? Kannst du bitte 4 Obst für meine Torte besorgen? Vielen Dank, Bella. Ja, haben wir. Ja, wir sammeln das nochmal rein. Falls du auf deiner Reise einen schönen Bausch Natur findest, bringst du sie mir? Ich möchte sie mir mit Tagebuch nehmen. Oh, das ist fantastisch. Hier, nimm das. Was ist ein Bausch? Ein Bausch! Ja. Klasse, die kommt sofort in mein Tagebuch. Direkt neben mein Gedicht, die netteste Person der Stadt. Du wirst nie erraten, von wem es handelt. Wahrscheinlich von mir. Eisstahlhaarfarbe. Oh. Siehst du, bin ich mal froh, dass wir das Obst in der letzten Folge nicht gänzlich umgewandelt haben. Also müssen wir da aufpassen bei diesem Obst und Früchten und Beeren, dass wir immer ein bisschen was haben. Die Dorfbewohner möchten also anscheinend manchmal Sachen haben. So, wir können doch jetzt ein paar Ziele beanspruchen. Die Welt, was haben wir denn? Kümmer dich um die Welt? Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Oh, verträumt. Cool. Eine neue Essenz. Und was noch? Aha. Mit dir. Ah, okay. Diese schrille Tapete. Haben wir noch was? Nee. So. Wir sollten ja irgendwas in Erfahrung bringen. Aber was? Das ist ein Blumenladen, oder? Genau. Dann können wir dem doch gleich. Haben wir noch eine Marke? Prinzessinnen Rosentapete, Prinzessinnen Schleife, Kaktus, Schleimtapete, lecker. Blätter. Das sieht mega süß aus. So. Ja, so nach und nach werde ich die verschönern. Ah, da drüben ist der Festplatz. Siehst? Vor lauter Guggen nichts gesehen. Erstmal Foto, 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 Foto. Hier, hier, Paparazzi. Dann gucken wir mal doch, was der möchte.
so denke ich, dürfte das fast besser sein. Die machen wir weg. So, wir können ja noch ein bisschen rauszoomen wieder. Dann verstellen wir da nochmal die Tageszeit. Ach, mit diesem Programm kann man so schöne Bilder machen. Mal gucken. Festtagsplatz entdeckt. Bisha, willkommen, willkommen. Oh, was für ein Freudentag. Es ist lange her, aber endlich können wir wieder Festtage feiern. Festtage? Aber ja, Festtage. An diesen Tagen nehmen wir uns Zeit zum Nachdenken, um die Wunder des Lebens und unseren Platz im Universum zu genießen. Eine Gelegenheit zu feiern und die Freude mit anderen zu teilen. Das erfreut den Himmelsvater sehr. Kann ich dir noch mit etwas anderem helfen? Wer bist du? Oh, wo sind nun meine Manieren? Du darfst mich Bisha nennen und dies ist mein etwas schüchterner Lehrling Bosha. Wir sind zufrieden mit unseren Rollen als bescheidene Beobachter. Es ist unsere Aufgabe, die Festtage zu ermöglichen und den Willen des Himmelsvaters zu wahren. Kann ich dir mit noch etwas anderem helfen? Genau, den Himmelsvater. Einer der Uralten selbstverständlich. Der Himmelsvater brachte die anderen Uralten zusammen. Gemeinsam schenken sie uns Teile von sich selbst, um uns allen eines Tages das Leben zu ermöglichen. Mein Volk hält ihr Andenken immer noch in Ehren, auch wenn sie jetzt fort sein mögen. Kann ich dir jemand noch beschreiben? Erzähl mir etwas. Freu dich, Freund. Heute feiern wir den Benimm dich wie ein Eichhörnchentag. Herrlich. Möchtest du gern mit uns feiern? Hier ist alles, was du wissen musst. An diesem Tag feiern wir das muntere Eichhörnchen und den Eifer seinen unstillbaren Appetit auf frischen Nüssen nach. Köstlich. Mmh. Oh, es glitzert so schön. Oh. Goldene Nussstatue. Honigfarbene. Oh, wässrige Essenz. Aber wie kriege ich die Ticket? Cool, blaue Haarfarbe. Ja, ja, aber wie kriege ich diese Dinger da? Ein schrecklicher Seuche hat das Land heimgesucht. Unsere Bemühungen scheinen ihr keinen Einhalt zu gebieten. Sie gräbt sich unter Mauern hindurch und wächst schneller, als jedes Werkzeug sich stürzen kann. Ihre bloße Nähe raubt einem jegliche Energie. Doch am schlimmsten ist, dass sie Kraft aus dem Miura zieht. Ich fürchte, dass unsere Alchemie gegen sie machtlos ist. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wie... Wie und wann und wo. Aha. Goldsuchergrad. Ein geheimer Ort mit den anderen. Kommen wir da mal da drauf. So. Oh. Na komm. Prinzessinnen Glitzertapete, alles, was das Herz begehrt. Das ist also der geheime Ort, den wir suchen, den wir finden konnten. Oh. Na gut, hier hinten auf dem Ecke sind wir tatsächlich noch nicht rumgelaufen. Bei den anderen Seiten schon. So, wollen die anderen zwei denn jetzt wissen, was zu tun ist? Erwischt, ich muss los. Okay, also gibt es die nicht nur im Immerlingdorf, sondern auch hier in unserer Welt. Das ist gut zu wissen. Weil ich glaube, wir haben nochmal woanders dieses Klingelingelingeling gehört.
dein Friese hier. Hier wird man ja regelrecht weggepustet, die Raupe auch. Rosentapete. Ja, aber wie nehme ich daran teil? Das ist ja das, was mich interessiert. Oh, vor allem, wie nehme ich daran teil? Ich will mit dir reden. Kotzi, Kotzi. Oh. Ja, Gesundheit. Ihr Traumjob ist im Tempel. Kreativservice Wohlbefinden. Koizi. Graham. Tierisches Center. Achso, das bist du. Ich will die eigentlich nicht. Ich will den einen da zurück. Den Ash. Was ist das denn? Ah, hier scheint Luftballons hoch zu fliegen. Naja, ist ja festhackt. Oh, flauschig gewesen. Da eigentlich schon? Nee, die habe ich noch nicht weggemacht. Entfernen wir die oder sparen wir? Wie haben wir jetzt eigentlich? Ah, egal. Dann los. Das hier auch schon mal frei, dann könnten wir hier oben theoretisch noch mal Häuser bauen. Ich weiß ja nicht, was demnächst noch dazu kommt. Was haben wir denn an Gebäuden? Ein kleines Haus, Café. Achso, ich muss ein Barmenü. Ein kleines Haus, Bibliothek. Oh, da sind die Traumdinger für, aber die will ich nicht hergeben. Die Traumessenz, wir haben ja gesammelt. Außerdem können wir uns das, glaube ich, gar nicht leisten. Wir haben ja jetzt die coole Essenz hier, die Traum. Verträumt und stinkend. Verträumt, da könnten wir hier funkelnd und niedlich machen. Das wäre cool. Dann können wir auf jeden Fall noch eine Stinky-Stinky-Welt machen. Eine stinkende, trostlose Welt. So, ihr Lieben. Aber ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Haben uns das tolle Fest angeguckt, ein bisschen rumgewuselt und noch nicht herausgefunden, wie ich hier diese Immerling-Dinger und hast du nicht gesehen. Aber das finden wir schon noch raus. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss!